waves their battle to destroy the evil forces of the Decepticons, the Transformers. Robots in disguise, the Transformers. More than meets the eye, the Transformers. Vor vielen Millionen Jahren existierte Leben auf dem Planeten Cybertron. Aber nicht die Art Leben, wie wir es heute kennen. Intelligente Roboter, die denken und fühlen konnten, bewohnten die Städte. Es waren die Autobots und die Decepticons. Doch die Decepticons kannten nur ein Ziel, die totale Oberherrschaft. Sie machten es sich zur Aufgabe, die friedliebenden Autobots zu vernichten. Und auf Cybertron entbrannte ein Krieg zwischen den Mächten des Guten und des Bösen. Ein Krieg, dem alles zum Opfer fiel. Er zerstörte auch die einst so reichen Energiequellen. Die Autobots standen am Rande der Vernichtung. Aber sie kämpften tapfer ums Überleben. Diese Konduktoren verfügen bei weitem nicht über so viel Energie, wie wir brauchen. Aber wenigstens haben wir sie gefunden, Wilczek. Und wenn sie sich entladen haben? Davon wollen wir lieber nicht ausgehen. Und jetzt zurück nach Iacon. Lade Luke auf. Ich wette, Optimus Prime wird sich freuen, uns zu sehen. Wir nähern uns der Brücke nach Iacon. Nur noch eine Megameile. Oh, bald sind wir wieder zu Hause. Oh, oh, oh. Die Decepticons erwarten uns schon. Autobots, stoppt sie! Prime hat mich davor gewarnt, dass sowas passieren kann. Hast du ihm etwa nicht geglaubt? Jetzt glaube ich ihm. Wir müssen die Konduktoren unbedingt nach Iacon bringen. Ich bin ganz deiner Meinung. Was dagegen, wenn ich Platz schaffe? Los, Ila! Bumblebee, mach, dass du reinkommst! Ist alles in Ordnung? Ja, aber ich glaube, meine Hinterachse hat was abgekriegt. Halt deine Kurbelwelle fest. Ich schalte jetzt auf Overdrive. Sie fahren unterirdisch weiter. Jetzt entwischen Sie uns! Wir müssen uns sofort bei Megatron melden. Wheeljack an Iacon! Schleuse öffnen! Laserbeak, fertig machen zum Flug. Bestimmungsort, Iacon. Vorbereitung zur Aufnahme. Laserbeak, Autobot-Alarm. Entdeckung verhindert. Beobachtung wird fortgesetzt. Haben wir Glück gehabt? Nein! Die Nordseite von Cybertron ist schwärzer als das Innere eines Gardan-Tunnels! Wenn wir nicht schnellstens eine neue Energiequelle finden, dann wird keiner diesen Krieg jemals gewinnen. Wann starten wir die Suchmission? Sobald du zum Abschuss bereit bist. Wenn es wirklich eine neue Energiequelle gibt, dann müssen die Decepticons sie zuerst entdecken. Megatron, die Autobots sind startbereit. Und wir sind auch bereit. Shockwave! Wie lautet dein Befehl, Megatron? Du wirst unsere Stellung bewachen. Hiermit vertraue ich dir Cybertron an, Shockwave.
Sei unbesorgt, Megatron. Du wirst Cybertron bei deiner Rückkehr unbeschadet vorfinden. Ausgezeichnet. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Dann muss Optimus Prime seine Niederlage eingestehen. Hätte man mir das Kommando übertragen, wären die Autobots schon vor Äonen vernichtet worden. Starscream, nur wenige Auserwählte dürfen die Führung der Decepticons übernehmen. Meine Zeit wird kommen, Megatron. Niemals, niemals. Macht euch zum Start bereit. Alle Systeme okay. Zündung. Kontakt. Ihnen nach! Was ist? Ein Asteroid. Da ist noch einer. Die stoßen zusammen. Wir haben starken Ölverlust. Haltet euch gut fest. Meteoritenschwarm. Meteoritenschwarm. Achtung, wir verlieren unsere Schubkraft. Jazz. Ironhide an die Laserkanone. Kanone klar! Feuer! Flieg hinterher! Flieg hinterher! Mutrax-Bericht. Wir werden verfolgt. Decepticons! Sie haben uns entdeckt! Bleibt an ihnen dran! Wir müssen sie abschießen. Sie haben uns entdeckt. Nein. Ich muss wissen, was sie vorhaben. Zugstrahl vorbereiten. Sie haben Magnetverbindung hergestellt. Ich kann sie nicht abschütteln. Laser abfeuern. Das geht nicht. Wir haben keine Energie mehr. Andockmanöver ausführen. Sie kommen an Bord. Fertig machen zum Kampf! Angriff! Angriff! Hey, was ist das? Die Gravitationskräfte! Sie ziehen uns hinunter! Schiff außer Kontrolle! The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Vier Millionen Jahre später. Decepticons auch aktivieren. Viel Zeit ist vergangen. Wir sind auf einem Planeten weit weg von Cybertron. Aber unsere Mission ist noch lange nicht beendet. Woher wissen wir, dass Cybertron noch existiert? Er muss existieren. Und sollten wir hier die nötigen Energiequellen finden, dann werden wir bald wieder heimkehren und in der Lage sein, die Superwaffe zu bauen. Und dann werden wir das Universum erobern.
Starscream! Ich will mich nur noch verabschieden! Spar deine Energiereserven! Die Autobots befinden sich auf ihrem letzten Flug! Danke fürs Mitnehmen, Prime! Wirklich schade, dass du jetzt nicht mehr mitkommen kannst! Hier werden wir uns niederlassen. Zwischen diesen Felsen bauen wir unsere Operationsbasis auf. Soundwave, mach dich sofort an die Pläne für einen neuen Raumkreuzer. Starscream, du wirst alles für den Bau vorbereiten. Welches Material verwenden wir? Das herauszufinden ist deine Aufgabe. Hat irgendjemand eine Idee? Da hinten. Gut, aber ich brauche Hilfe. Rumble, aktiviere die RAM-Einheiten. Operation Zerstörung. Nehmen wir es in Angriff! Dieser neue Planet ist sehr reich an Energiequellen. Aber das wissen die Decepticons mit Sicherheit auch. Darum müssen wir sie finden und sie aufhalten. Und ich bin hier, Prime. Erkunde die Gegend. Du musst versuchen, die Decepticons ausfindig zu machen. Verlass dich auf mich, Prime. Ich werde sie aufspüren. Ich gehe mit ihm. Ich kann es kaum erwarten, einem Decepticon in seinen Turbolader zu treten. Nur ruhig, Cliffjumper. Ihr sollt sie nur finden. Alles andere kommt später. Viel Glück. Eines Tages werde ich hier die Befehle geben, Rumble. Und dann machst du, was ich sage. Vorsicht, Starscream! Megatron ist stark und erbarmungslos. Er ist unbesiegbar. Und darum wirst du auch nie die Führung übernehmen. Keine Angst, ich finde einen Weg. Jeder hat so seine Schwachstellen. Ach ja, aber nicht Megatron. Das werden wir ja sehen. Und jetzt Schluss mit dem Gerede. An die Arbeit! Ganz anders als auf Cybertron. Daran wirst du nicht lange Freude haben. Wir werden nämlich nicht sehr lange hierbleiben. Riechst du auch etwas, Cliffjumper? Nein. Aber ich. Ich glaube, wir haben gerade die Decepticons entdeckt. Mir nach! Ich hatte recht. Was hältst du davon, wenn wir runtergehen und ihnen das Gehäuse verbieten? Nur nicht so schnell, Cliffjumper. Vergiss nicht, was Prime gesagt hat. Wir sollen sie nur finden. Was machen die denn überhaupt da? Das werden wir rausfinden. Ich werde die Erde plündern und alle ihre kostbaren Naturschätze an mich reißen. Wir sind bereit, die Energie zu konzentrieren und in Energonwürfeln zu sammeln und sie in den neuen Raumkreuzer zu verladen. Welche Ironie! Durch die Landung auf diesem Planeten haben die Autobots ihr Schicksal selbst besiegelt. Cliffjumper, was hast du vor? Du wirst es kaum glauben. Ich habe Megatron genau in der Mitte meines Zielsuchers. Wer hat da auf uns geschossen? Wer weiß überhaupt, dass wir hier sind? Die Autobots. Völlig unmöglich. Aber nur sie können es wissen. Soundwave, Laserbeak soll die Gegend erkunden. Laserbeak, fertig machen zum Flug. Kurs Richtung Nordost. So, jetzt hast du es geschafft. Nichts wie weg hier. Was ist das für ein Ding da oben? Keine Ahnung, aber wir können es nicht abschütteln. Dann trennen wir uns. Es kann nur einen von uns verfolgen. Gut, dann kommt wenigstens einer von uns zu Prime zurück. Und voller Energie. Da, friss meinen Staub, du Schrotthaufen. Du triffst einen Autobot ja nicht mal, wenn er direkt vor dir steht. Das wird dir gefallen! Du gibst wohl nie auf, du Blechhaufen! The Transformers will return after these messages.
We now return to the Transformers. Wo haben Sie dich getroffen, Hound? Ach, ich glaube an meine Antriebswelle. Kannst du dich transformieren? Nein, es sieht nicht so aus. Oh, verzeih mir, Hound. Es war meine Schuld. Ich hätte nicht auf Megatron schießen sollen. Du meinst, du hättest nicht alles vermasseln sollen? Hä? Ja, genau. Hochziehen! Zieht ihn rauf! Kaum zu glauben, die Autobots haben es überlebt. Megatron ist fassungslos. Er wäre fast zerschmolzen, als er es gehört hat. Hey, was ist denn das? Das werden wir gleich wissen. Okay, Reflektor. Ich bin gespannt, was du entdeckst. Thundercracker und Soundwave! Thundercracker und Soundwave! Erwarte deine Meldung, Thundercracker! Unbekanntes Fahrzeug nähert sich. Vermutlich ist es ein Autobot. Schick sofort Ravage los! Ich kann es einfach nicht fassen. Sieht aus, als hätte hier ein Tornado gewütet. Nee, das gefällt mir nicht. Hier ist irgendetwas faul. Und zwar oberfaul. Pass auf! Und das ist alles, was wir wissen, Prime. Sie haben vor, die Energie in irgendwelche Würfel zu füllen, um sie dann nach Cybertron zu schaffen. Chess, stell die Kampfeinheiten auf. Jetzt schnappen wir sie uns. Paul! Trailbreaker! Wheeljack! Ironhide! Mirage! Sunstreaker! Sideswipe! Autobots, startet eure Motoren. Fertig, Prime. Zum Angriff! Laserbeak ist wieder zurück. Er hat die Energiequelle, nach der wir suchen, ausfindig gemacht. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Fass mal mit an, Spike. Wir müssen das Ding hochziehen und ausspülen. In Ordnung, Dad. Ich hol das Werkzeug. Sturzflug! Sturzflug! Sieht mal, da oben! Was ist das? Was wollen wir? Alle Mann auf die Plattform! Haut ab! Aufhören! Lass mein Dad los! Aktiviere den Nullstrahl! Jetzt! Soundwave! Bereite die Energon-Würfel vor! Zurück zum Cybertron! Du bist ein dummer Narr, Starscream! Was wir haben, ist nur ein Bruchteil der Energie, die wir benötigen. Wir müssen die gesamte Energie dieses Planeten abzapfen! Da oben sind die Autobots! Decepticons, transformiert euch!
Transformiert euch! Gib lieber auf, Megatron! Das Universum gehört mir! Hilfe! Hilfe! Wir sitzen hier fest! Hilfe! Hilfe! Helft uns! Das Feuer! Es kommt direkt auf uns zu! Ich kann es einfach nicht hochheben! Es ist zu schwer! Haltet euch an mir fest und haltet eure Köpfe über Wasser! The Transformers will return after these messages. In the next episode of The Transformers, the evil Decepticons create a tremendous tidal wave. Optimus Prime battles his arch enemy Megatron high atop Sherman Dam. And Megatron discovers the ruby crystals of Burma, all in the next exciting episode of The Transformers.